Hey, meine lieben Stalker-Veteranen, herzlich willkommen zurück zu True Stalker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, weiter geht's. Wir sind dabei, die nächsten Quests. Oh, ich hab schon wieder Durst. Alter, das ist schon wieder auf Orange. Wir sind dabei, ein bisschen zu talken hier. Brauchst du was? Warum sitzt du hier rum? Ja, ich hab's verbockt. So schlimm, dass sie sich rausgeschmissen haben? Nee, nur ein Anfall von Idiotie. Erzähl mir, was los ist. Das weißt du nicht? Ich habe alle zu Tode erschreckt. Eines Abends waren die Jungs betrunken und ich beschloss, ihnen einen Streich zu spielen, als sie in ihren Lagern lagen. Das hast du wahrscheinlich auch im Anfängerdorf gemacht, oder? Ich rief durch das ganze Dorf: Pseudohunde! Die Pseudohunde greifen an! Ja, alle waren in höchster Alarmbereitschaft und sind in Stellung gegangen. Ich konnte mich nicht zurückhalten, wie ein Idiot zu lachen. Ich habe ihnen gesagt, dass es nur ein Scherz war. Dennoch haben sie mich so verprügelt, dass ich am nächsten Morgen kein Wort mehr sagen konnte. Ja, jetzt will niemand mehr mit mir reden. Mein neuer Name? Gobber. Ich bin der Einzige, der über meinen eigenen Scherz gelacht hat. Und sie glauben mir kein Wort mehr. Ja, das ist, was du bekommst. Weißt du überhaupt, wo wir sind, du Idiot? Das ist kein Ort für Witze und dein Streich war schlimmer als jeder echte Pseudohund da draußen. Ja, true. Ja, ich weiß, aber niemand glaubt mir mehr. Allerdings habe ich gleich danach etwas durch mein Fernglas bemerkt, als ich bei einer Aufgabe von Sidorovich am Damm war. Was genau? Ein Artefakt. Ich habe so etwas noch nie gesehen und alle, die ich gefragt habe, meinten, sie wussten nichts davon. Ich habe aber zu viel Angst, selbst hinzugehen. Es ist direkt bei der Schweinefarm und wie du weißt, ist der Ort voller Fleisch. Also Fleisch ist ein Mutant, der Name eines Mutants. Niemand will mit mir gehen und der Älteste lacht nur, wenn ich ihm davon erzähle. Du willst, dass ich mitkomme? Ist das dein Ernst? Ich hätte nichts dagegen, wenn du mir den Rücken deckst. Du scheinst viel erfahrener zu sein als alle anderen im Lager. Wollen wir gehen? Vielleicht später. Ich muss erst noch ein bisschen Quatschi machen. So. Oh, ist hier ein Versteck? Ne, ist ein Schuh. Gibt's hier was? Ne. Ne. Okay, ich kann noch mit einem labern. Der ist aber draußen, glaube ich. Geht's hier runter? Was ist denn hier? Ist hier was drin? Ne. Nee. Okay. Wen können wir denn hier labern? Achso. Achso, hier. Das müsste Fanatiker sein. Ja, genau. Ey, was gibt's? Kannst du mir was Interessantes erzählen? Gehst du am Freitag nicht in die Bar? Ich bin gerade von einem Ausflug zurück, habe meine Beute abgegeben, meine Ausrüstung ein wenig aufgerüstet. Naja, und habe noch ein wenig für ein paar Drinks übrig. Ich suche ein paar Reisegefährten, denn du weißt ja, wie die Straßen hier sind. Und dann machen wir uns vielleicht auf den Weg zu den Lagerhäusern. Die Wissenschaftler zahlen gutes Geld für Blutsauger-Tentakel. Wir könnten etwas Geld verdienen und dann in die Bar gehen. Ist das ein guter Plan? Wenn du dabei bist, komm Ende der Woche vorbei, dann gehen wir zusammen. Kannst du mir was anbieten? Es gibt ein Versteck in der Nähe, in einer Anomalie. Aber es ist die Mühe wert. 3-7, Alter. Was ist da drin? Keine Ahnung. Ich wollte ein paar Fragen stellen. Ich sehe, dass es ein Haus weniger im Dorf gibt. Warum ist es abgebrannt? Ich habe letztes Jahr ein paar Nächte darin verbracht und jetzt ist nur noch ein düsterer Keller übrig. Ach ja, ja, frag besser nicht. Ein paar Jungs und ich mussten für ein paar Tage weg, während der Rest hier blieb. Wir haben ihnen vertraut, dass sie keinen Ärger machen würden, aber ich habe mich geirrt. Diese Bastarde haben ein Lagerfeuer vor dem Haus angezündet und am Abend waren sie alle betrunken und außer Kontrolle. Ich kenne die Details nicht, aber das Haus ist in der Nacht abgebrannt. Gut, dass die Armee nicht gekommen ist, denn der Rauch muss in der Dunkelheit nicht zu sehen gewesen sein. Was? Muss wahrscheinlich in der Nacht in der Dunkelheit gesehen, also war wahrscheinlich zu sehen, meinte er. Du würdest nicht glauben, was für ein Gestank im ganzen Dorf herrschte, als ich zurückkam. Ich dachte, ich würde auf der Stelle sterben, als ich das gerochen habe. Ich werde auf keinen Fall nochmal so lange wegbleiben. Wer weiß, was diese Draufgänger noch alles einfallen lassen. Naja gut, Wahnsinnsgeschichte. Gibt's hier niemanden, der außer dir für Ordnung sorgt? Ah, ich wünschte, du... Ich sehe die Schlitzaugen und sie schweigen alle. Ich frage, wer hat das Haus niedergebrannt? Sie sagen, wir alle waren es. Und dann versuchen wir mal, ihnen danach... Achso, und dann versuchen wir mal, ihnen danach noch zu vertrauen.
Was eine tolle Gemeinschaft. Ein Wunsch gönne er sie zu knechten. Okay, zieh dein Ding durch. Okay. Ich muss noch was. Mir was Interessantes erzählen. Kannst du mir anbieten? Tresor. Hier. Wie wäre es mit dem anderen Mal? Handeln? Warum hat der ein Quest-Dings? Achso, ist einfach nur so. Weil ich einfach... Das ist kein Quest-Ding, das ist einfach nur... Ich kann mit ihm labern. Gibt's hier was? Ja, vielleicht gibt's in den Kisten was, aber die kann ich nicht kaputt machen ohne Messer. Ja, gut. Glaube ich egal, ne? Dann quatschen wir mit ihm hier nochmal. Ach so. Oh. Ach so, wegen Sidorovic hier sein Ding zurückbringen. Ey, ich bin echt mega beschäftigt. Komm an, Herr Maya. Ja, hey, Michalic. Ich bin wegen Sidorovic Laptop hier. Hast du ihn repariert? Ah ja, gut, dass du vorbeigekommen bist. Ja, ich hatte keine Zeit, den Lieferjungen für diesen Clown zu spielen. Nimm den Laptop und grüß ihn ganz herzlich von mir. Alles klar, wir sehen uns später. Hau rein. Warte mal, was kann der überhaupt? Ja, bis dann. Okay. Ah ne, warte mal, doch. Oben rechts. Ah ne, Dialog. Ja, bis dann. Ja, das war ja easy. Ich habe mir schon eine andere Story dabei gedacht, so von wegen... Ah ja, der Laptop, ja, weiß ich nicht, verkauft. Oh ne, das... Ich glaube, mit Sidorovic will man sich nicht anlegen. No zdorovje. Hier ist dein Laptop, alter Mann. Ach, endlich kann ich mit etwas halbwegs Anständigem arbeiten. Ich muss nur noch ein paar Sachen fertigstellen und speichern. Und für dich gibt es ein kleines Geschenk. Und jetzt geh dich ausruhen. Das nehme ich. Ja, gut. Tschüss. Achso, wollen wir mal handeln? Eine Schrautflinte. Nastrava oder irgendwie sowas. Haha, cool. Der Händler hat kein Interesse daran an Gegenständen dieser Art. Ah. Ja, ich denke mal, der hat er mir geschenkt. Er meinte zwar, gib den zurück, aber ich glaube, wir das verkaufen hier. Warum nicht? Artefakt? 600. 600! 600! Preis 500. So, ist das Wasser? Achso, das ist Herkules. Kann ich mir jetzt schleppen. Das ist cool. Das ist Wasser, ne? Ui, teuer. Einmal Wasser kostet so viel. Boah. Ja. Eieiei. Ja, gut. Schrotladung, die bringt mir auch sehr viel ohne... Was kostet Money? Oh mein Gott, Reiter, Alter. Was für 60 Schuss? Willst du mich verarschen, Mann? Nee, zurück. Holy shit. Der ist nicht ganz flockig, ey. Ein Brot 50. Ich glaube, wir kaufen uns ein bisschen Brot. Kostet Medkit. 1000 für ein Medkit. Alter. Dicker. 1000 für Batterien. Junge, das ist nicht normal. Was ist das hier? 3. Haha. Am Arsch, Mann. Idee. Ja, gut. Alles klar. Ja, die Muni wird ja wohl erstmal reichen. Für das bisschen hier. So. Upsala. Erstmal überall gegenlaufen. So, gut. Dann machen wir mal die Quest mit ihm hier. Ja. Let's go. Das Artefakt ist gleich um die Ecke. Bereit? Zeig mir den Weg. Oh, warte mal, vorher nochmal handeln? Oh, ich wollte dich vorher nochmal ausnehmen, falls du verreckst. Ja, okay, dann go. Transmutation. Okay, ich speichere mal kurz. Oh, ja, war am Hotkey gesetzt. Stimmt, schon wieder vergessen. Ah, Fleisch, ja, ich sehe 3. Ups, ich habe ihn angeschossen. Das wollte ich nicht. Sorry. Haut er nicht ab? Ja, ich wollte gerade sagen, weil die haben auch Angst. Hier ist ein Artefakt.
Oh Gott. Oh no. Pseudo-Hunde. Oh mein Gott. Einfach Pseudo-Hunde. Oh mein Gott. Haben wir ihn? Jawohl. Können wir die looten? Ja, nice. Alter, Pseudo-Hunde sind richtig gefährlich. Da muss man echt gut aufpassen. Yo, ich finde das voll geil, dass die Artefakte hier einfach so rumliegen. So war das nämlich im ersten Teil Shadow of Chernobyl. Das ist super cool. Oh, die sind aber alle leer hier. Schade, die haben gar nichts. Oh, ich muss schon wieder was trinken. Moment mal. Wie gut, dass ich Wasser gekauft habe. So. Oh mein Gott, das ist reichlich. Das war wirklich ein Rudel. Pseudo-Hunde hier, Mann. Ich hätte von Anfang an die Klappe halten sollen. Lass mich wenigstens das Artefakt ansehen. Ja, hast es verdient. Ein interessantes Stück, ganz sicher. Ich frage mich, welche Eigenschaften es hat. Ich denke, wir sollten mit Sidorovic darüber reden. Gehen wir zurück. Okay. Holy shit. Da sind die wirklich noch Pseudo-Hunde, ey. Ah, trautes Heim, Glück allein. Ich werde ins Lager gehen, um ein paar meine Sachen zu holen und mich auszuruhen. Dann gehe ich zu Sidorovic und verkaufe sie zusammen mit dem Artefakt. Geh nicht zu weit weg. Ich melde mich bei dir, wenn ich einen Deal mit ihm habe. Die Hälfte der Summe gehört dir. Wie du meinst. Ja. Du bist der Erste, der mir so lange Zeit glaubt. Ja. Gobbe, ich rate dir, die anderen Anfänger auf einen Drink einzuladen und dich bei ihnen zu entschuldigen. Ah, ja, du hast recht. Ich werde ihnen einen ausgeben und mich entschuldigen. Vielleicht glauben sie mir ja, wenn ich es ihnen sage. Gut, dann hören wir uns. Okay, cool. Warten, bis Gobber das Artefakt verkauft hat. Okay. Ah ja, hier gibt's auch was. Artefakt für den Händler. Dann gehen wir noch da mal hin, würde ich sagen. Ja, hier ist das, hier ist Militär. Militäraußenposten. Schwer bewacht. Also die Szene, die ihr eingangs gesehen habt im Intro, das war genau hier. Also der Typ, der da oben stand vom Militär, der darauf losgespannert hat, das war der Turm. Der stand genau auf dem Turm. Und wir sind hier rausgekommen. Genau. Und sind hier hingelaufen und sind jetzt da. Das ist so die Story. Wenn wir irgendwann voll equipped sind, könnten wir das ja auch nochmal platt machen, aber bis dahin vergeht eine Zeit, ne? Finde ja auch cool, dass alle POIs hier so ein bisschen markiert sind, um zu sagen so, hey, ne? Guck mal und so. So, haben die noch was zu handeln hier? Was Interessantes? Wurdest du jemals vom Militär erwischt? Wenn dich eine Patrouille irgendwo in der Zone erwischt, dann bete, dass es nicht Goncharovs Trupp ist oder so. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so verdammt sehr. Okay, mir ist klar, dass ich die Absperrung durchbrochen habe und für sie ein Krimineller bin. Aber was soll das immer, Mann? Goncharov oder so nimmt einem immer das alles an Essen ab. Wenn er dich durchsucht, alles. Haben sie im Kontrollpunkt nichts zu essen? Die werden doch vom Staat finanziert. Einmal hat er mir meine Dosenpfirsiche weggenommen. Der Mistkerl. Ich hatte sie mitgenommen, um meinen Speiseplan ein bisschen aufzubessern. Und dieses Arschloch hat sie einfach mitgenommen. Also mein Rat an dich ist, wenn du die Leute vom Militär siehst, pass besser auf und lass sie nicht erwischen. Ich kaufe hier alles weg. Guck mal, was, jetzt wollen wir gucken, was gibt der für ein Artefakt? Okay, 400 nur. Das ist tatsächlich weniger als Sidorovic. Okay, dann, ja, nee, das ist tatsächlich weniger als Sidorovic. What the fuck? Quick Save. So, dann machen wir uns mal auf zu dem Artefakt. Oh, guck mal, wie schön der Himmel aussieht. Richtig mit volumetrischen... Ja, stimmt, gab's auch in den Grafik-Settings volumetrische Sachen. Ja, wobei die Wolken... Sehen die nur so aus? Ich glaube, die sehen nur so aus. Sieht aber echt schön aus. Wow, Wahnsinn. Okay, hier ist noch... Oh Gott. Ja, hier ist noch ein Artefakt. Für Sidorovic.
Ja, hier ist Strahlung, ne? Ey, Kumpel, ich habe mit Sidorovic gesprochen. Komm ins Dorf und gib, ich gebe dir deine Belohnung. Okay, ja, Moment. Erstmal. Oh mein Gott. Am besten auf gleichem Wege wieder zurück. Au, fuck. Okay, ich bin dead. Ja, scheiße, das müssen wir auch mal machen. Alter Schwede, okay. Da war eine Anomalie. Oh mein Gott. Ja, ihr habt gesehen, was das macht. Das ist nicht gut. Ja, Anomalie nicht gut. Da gehst du rein und du platzt einfach. Okay, ich muss mir mal ungefähr den Weg merken. Ich hoffe, der ist immer noch da. An der gleichen Stelle. Ja, ist er. Okay, das ist nice. Okay, nice, sehr schön. Ich bin nur ein bisschen hart verstrahlt. Aber ich glaube, da können wir einfach mal hier so einen Wodka saufen. Minus 5 nur, ja. Wo sehe ich denn, wie krass ich verstrahlt bin eigentlich? Wo sehe ich das nur an dem Symbol? Ich glaube, das sehe ich nur an dem Symbol. Vielleicht saufen wir mal noch einen. Ja, jetzt ist weg. Fressen wir nochmal ein Brot. Sehr schön. So, Quick Save, bevor wir jetzt wieder in die nächste Anomalie reinlaufen gleich. Das wäre nämlich ungesund. Warte mal, was? Für jedes Artefakt, das ich ihm bringe... Oh, warte, hier gibt's noch mehr? Warte mal, gibt's da noch mehr? Oh, warte mal, vielleicht gibt's noch mehr. Oh ja. Nice. Müssen wir hier nur noch einmal heil rauskommen. Nice. Sehr geil. Oh, sehr schön. So, da müssen wir aber nochmal richtig saufen hier. Achso, warte mal, habe ich gleich die nächste Artefakt-Sammelquest? Ne, zurück, ne? Ne. Ach, da hinten, warte mal, was ist das hier? Artefakt auch. Ah, okay, dann machen wir das doch. Machen wir hier mal ein bisschen Artefakt, Artefakt zurückbringen, Sachen und so. Boah, ich verliere aber krass Leben. Weil ich immer noch verstrahlt bin, glaube ich. Alter. Holy shit. Ich habe auch nichts gegen Strahlung mehr, ne? Boah, verliere ich krass Leben. Ich muss kurz zurück zum Händler, ey. Holy shit, ich muss mir mal einen Drink gönnen hier, einen Wodka. Alter, das geht ja gar nicht. Was ich hier an Leben verliere. Gib mir mal schnell einen Wodka hier. Kaufe ich dir alle ab.
Holy shit. Muss mich besaufen. Wir werden zum Alkoholiker hier, Leute. Das verspreche ich euch. Ja, das reicht noch gar nicht. Guck mal. Oder? Reicht das? Warte mal, meine Leben füllen sich auf. Oh. Füllen sich auf, ne? Ja. Bin nur noch ganz leicht verstrahlt, glaube ich. Okay, speichern. Hier ist auch überall Strahlung. Immer wenn ihr so ein bisschen... Guck mal, seht ihr das? Okay, jetzt ist gerade weg. Immer wenn ihr so ein bisschen, so kleine, leichte Artefakte auf dem Bild seht, so eine Bildkörnung, dann sind wir halt verstrahlt. Oder dann sind wir in einem Strahlungsgebiet. Und das ist tatsächlich auch in echt so. Also Kameras, können nicht mehr richtig aufzeichnen, wenn die Strahlung sehr hoch ist. Weil... Hat gerade einer gequatscht? Ah ne, das ist die Anomalie. Hört sich gerade an, als würde hier einer labern. Ja, das ist tatsächlich auch bei Kameras so. Dann kommt da so ein Filmrauschen rüber. Das sind tatsächlich die radioaktiven Partikel, die man in der Kamera sieht. Also die Atome, die da irgendwie durch die Kamera durchschießen. Und das wird damit aufgenommen, als, ja, Störsignal. Das ist echt krass, ey. So, verlieren wir noch Leben? Ne, wir füllen langsam wieder auf, okay. Füllen wir Leben generell langsam wieder auf? Das wäre voll cool. Not gonna lie. Oh ja, stimmt, warte mal, hier war... ja, zum Glück habe ich schon viel Stalker-Erfahrung und kenne das Gebiet und das Spiel. Hier, es könnte nämlich sein, dass hier Gegner sind. Meinte er nicht auch sowas von wegen, ja, das sind Banditen, lass sie nicht sehen und so. Also hier werden bestimmt welche sein. Die Map sagt einem auch nicht mehr, ob hier Gegner sind oder nicht. Sonst würde da jetzt eine Zahl stehen. Hier sind auf jeden Fall zwei Leichen, oder drei Leichen, das sieht man oben an den Punkten auf der Map. Fahrzeugstation. Ich will mal nur mal kurz wissen, ob hier Gegner sind. Glaube aber ja. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Hier sind aber sowas von Gegner. Warte mal ganz kurz. Ich war mal ganz kurz im Spiel. Es gibt ja auch noch ein Fadenkreuz. Das würde ich gerne mal kurz anmachen. Das wollte ich mir mal angucken. Das habe ich einfach ausgemacht, weil... Ah, okay, das ist einfach nur ein Punkt. Okay, das ist geil. Sehr, sehr geil. Das mag ich. Sehr schön. Oh, krass. Das ist ja wirklich ein fliegendes Dorf. What the fuck? Da fliegt ja wirklich das Dorf hier durch die Gegend. Was ist denn das, Alter? Schau mal. Also Teile des Dorfs. What the hell? Das sieht ja krass aus. What the fuck is going on? Das ist tatsächlich eine Anomalie in der Mitte. Seht ihr das? Wie das da wabert? Dieser Kreis? Ja. Es müsste eine sogenannte... Oh, wie hieß die noch? Hieß die einfach Teleport-Anomalie? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, das ist ja interessant. So, hier ist irgendwie ein Artefakt im Tunnel drin. Gibt's hier was? Nee, kann ich die Pilze aufsammeln? Die sehen so aufsammelbar aus, auch wenn es Fliegenpilze sind. Okay, mal einmal speichern. Anomaler Tunnel. Boah, ist das crazy. Die zwei hier sind aber crazy. Da komme ich niemals durch. Nee, keine Chance, Alter. Boah, die sind ja so fies dicht beieinander gepackt. Alter Schwede, das ist ja krass, ey. Da kommst du ja gar nicht durch. Haha, die sind da direkt nebeneinander. Oh, Mann. Oh, man.
Ja, bumm. So, tschüss. Fresse voll, das war's. Oh mein Gott. Oh no! Ich werde befallen. Ты пошел нахер отсюда. И то, что с аномалией достал. Давай, гони сюда. Kannst mir am Arsch lecken. Ey, Punk, pack alles aus, was du in der Anomalie gefunden hast. Und zwar schnell. Das ist deine Anomalie, oder was? Was zum Teufel meinst du mit meiner Anomalie? Ich mache nur eine routinemäßige Taschenkontrolle, Trottel. Mit so einer Spielzeugpistole wirst du noch wehtun. Nun, ich habe dich gewarnt. An deiner Stelle würde ich sehr vorsichtig sein, wo ich mich hier herumtreibe. An deiner Stelle würde ich meine Klappe halten. Na, ich bring den mal nicht. Ich würde am liebsten bam, aber ich mach's mal nicht. Vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen. Vielleicht kann ich dann nachher nicht mehr mit den Händlern irgendwas machen oder so. Aber ich verliere wieder Leben. Ja, ich verliere wieder ganz minimal Leben. Okay, talken will der nicht mehr. So, wo schicken sie mich jetzt hin? Oh, nach hier ganz hinten? Artefakt, ach du Scheiße. Okay, da müssen wir hier dran vorbei. Was ist das hier? Achso, das ist die, das Ding hier, ne? Das will ich mir auch mal angucken. Das sieht ja super interessant aus. Oh ja, Anomalien, ja, schon verstanden. Was zur Hölle ist das hier? Oh mein Gott. Oha. Oh mein Gott. Ich bin woanders. Yo. What? What the fuck? Ist das der Clou? Einfach in die richtige springen? Oh shit. Oh, Ratten! Alter! Ekelhafte Viecher. Oh, ich blute krass, ne? Oh, ja, 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 ja. Eieiei. Okay, die Frage ist jetzt, welche Anomalie geleitet mich nach oben? Aber es macht mir keinen Schaden, ne? Oder? Nee. Macht mir kein Damage. Okay, dann klappern wir die mal alle ab, würde ich sagen. Verschwinden die? Nee. Oder? Upsala. Höh. What the fuck? Ich glaube, ich habe die richtige gefunden. Oh yeah. Ich bin dead. okay. Warum bin ich gestorben? Scheiße. Scheiße. Warum bin ich denn gestorben gerade? Oh no. Bestimmt wegen irgendeinem psychischen Effekt oder so. Oh no. Okay, es war aber irgendeine von hier. Warte mal. Oh, wir werden oft sterben in dem Spiel, Leute. Aber so ist das halt.
Das war die, ne? Au! Oh mein Gott! Das war bei großer Fallschaden. Ne, die auch nicht. Die hier? Auch nicht. Die hier? Auch nicht. Ist die gleiche. Muss die hier gewesen sein. Ja. Okay, heilen. Boah, ich kriege aber super krass Damage. Von was kriege ich denn so ein Damage? Okay, jetzt geht's wieder. Ah, von dem irgendwie... Aua. Irgendwie von der Anomalie. Oh, shit. Ja, shit. Bin dead. Scheiße. Ja, wir werden oft sterben, Leute. Es ist so. Ich glaube, wir lassen es auch erstmal hier. Ich glaube, das bringt mich so oder so um. Da werde ich, glaube ich, gar nicht rechtzeitig nach oben kommen oder so. Aber es interessiert mich halt voll, Alter, ne? Ich würde halt echt gerne wissen, was hier abgeht. War das nicht die? Nee. Verdammt, das war eine von denen. Macht halt so viel Schaden, ne? Kann ich da rüber sprinten? Oh ne. Scheiße. Oh, es gibt bestimmt eine, die mich direkt nach oben bringt, ey. Das finde ich gerade voll interessant, Mann. Ich will das wissen. Ja, es ist spannend. Ich finde das eine coole Idee. Okay. Hier ist nur eine im Loch unten, ne? Ja. Ah. Oh, die bringt mich nach oben. Okay, ich mach mal Quick Save. Oder nee, ich mach mal kein Quick Save. Ich spring jetzt einfach mal rein. Geronimo. Okay, das war nix. Verdammt. Wo bringt der mich hin? Okay, warte mal, ich geh nochmal. Geh nochmal hier rein. Okay, cool. Und jetzt Geronimo. Hä? Das geht nicht? Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, von der springt man da rein. Warte mal, bin ich blöd? Hat sich das Gebiet gerade verändert? Nee. Hä? Hat sich das Gebiet gerade verändert? What the hell? Okay, ich probiere es jetzt noch einmal. Eigentlich kenne ich das so, dass man da oben reinspringt in die Anomalie. Das war nämlich bei Call of Pripyat so. Ach Mann, er springt aber auch nicht. Er ist so ein kleiner Lappen manchmal. Oh shit, das tat weh. Ja, dann sterbe ich nochmal. Shit. Er ist so ein kleiner Movement-Lappen irgendwie. Sorry, dass ihr ja in diesem Video nicht mehr seht, als hier ausprobieren. Aber hey, gehört halt auch mit dazu, ne? Wir haben mal Quick Save. Ne, man kann da nicht reinspringen.
Aber hier gibt es ja bestimmt auch überall Artefakte, oder? Das ist das Klappern, was ich höre. Au. Oh, ich bin dead. Scheiße. Oh mein Gott, ey. Ja, ja, ja. Das Game ist auch nicht einfach, ne? Auf dem Schwierigkeitsgrad bist du halt auch echt sofort tot, ne? Bei einer Anomalie oder so. Aber bei den normal, also... bei den... Oh, es geht bestimmt auch noch irgendwo anders hin hier. Du wirst bestimmt noch irgendwo anders hin teleportiert. Wenn du hier so einen anderen nutzt. Aber dass das nicht geht mit dem Reinspringen hier, das wundert mich ja. Nee, das geht nicht. Ja gut. Ja. Ah nein, schnell weg. Okay, nice. Ah nein! Oh Gott! Yo! Nicht in sowas reinrennen jetzt. Das ist nicht gut. So. Okay. Für das nächste Artefakt müssten wir dann hier nach ganz hinten hin. Theoretisch können wir es auch mal machen. Das Problem ist, das Militär ist hier. Wir können ja mal... Ich kann mir auch einen Wegpunkt setzen. Wie geil, Alter. Okay, das ist echt cool, Mann. Ich mach mal kurz Quick Save. So. Oh ja, kurz gucken. Ah, alles gut. So, dann müssen wir jetzt auf der Straße bleiben. Das ist alles ganz wichtig. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Weil hier ist nämlich das Militär und mit denen kann man eigentlich für 500 Rubel lassen die einen ja durch. Die Frage ist, lassen die einen nur einmal durch? Oder bezahle ich 500 Rubel und das ist alles cool? Hallo? Na, Jungs? Alles schick. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Okay. Не отвали отсюда по-хорошему. Alles klar. Hallo. Dieser Bereich ist tabu. Ich muss da aber lang. Ich hab Pech gehabt, Kumpel. Es sei denn, wenn du wirklich dorthin musst, 500. So viel hab ich nicht? Was? Hab ich echt nicht? Hab ich echt nicht. Krass. Kann ich dem Artefakt andrehen? Wow, ich kann ihm ja was verkaufen. Oh, so ein Scheiß. Ja, dann geht dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Und versuche ja nicht, dich an uns vorbeizuschleichen, hörst du? Glaub mir, es ist nicht wert, dafür zu sterben. Ja, herzlichen Dank auch. Wie viele sind das denn eigentlich? Ah, wahrscheinlich nur drei, ne? Aber... Die Waffe ziehe. Ich glaube, da oben war aber auch immer noch eine. Das nur drei? Soll ich es mal einfach versuchen? Ja, haben sie mitgekriegt. Oh! Vier! Ja, never mind. Never mind! Never mind, never mind. Das kannst du vergessen. Ja, nee, das geht nicht. Nix gut, diese. Nee. Das ist keine gute Idee. Ja, gut, dann müssen wir erstmal zurück zu Sidorovic, glaube ich. Damit wir erstmal ein bisschen Geld bekommen. Und dann passieren können. Und ein bisschen wieder Essen, Trinken kaufen und so weiter. Oh,
Aber wir haben schon wieder 14 Minuten voll, Leute. Wir machen hier Schluss. Ich laufe zurück, ne, und so weiter. Und dann geht's weiter. Wir hören und sehen uns aber im nächsten Part gerne wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Schaltet wieder ein zu True Stalker. Bis dann. Tschüss.